Dieses Video ist für alle Titanfall-Fans, die auf den dritten Teil warten und jetzt endlich irgendwo so ein bisschen ein paar Krümel zugeschmissen haben wollen, dass Titanfall 3 tatsächlich in der Mache ist. Denn drei weltweit bekannte Dataminer oder YouTuber gingen gestern fast zeitgleich auf ein Gerücht ein, das uns einen Hinweis darauf gibt, dass es Titanfall 3 nicht gibt, sondern in der Mache ist. Das wollte ich sagen. Und auch eine Respawn-News-Seite auf Twitter hat gepostet, dass am Sonntag ein Game-Mode rauskam, der auf Titanfall 3 hinweisen soll. Ich bin jetzt kein Titanfall-kundiger Mensch. Ich habe keinen der drei Teile gespielt, der zwei Teile natürlich. Um den dritten geht es ja, auch wenn viele aus meiner Apex-Community mir angeraten haben, komm, das solltest du mal spielen. Ich bin fast Fulltime Apex Legends. Wenn ich von YouTube und Twitch und so leben könnte, hätte ich mir das wahrscheinlich schon lange, lange mal vorgenommen. Aber ich bin da meilenweit von entfernt und sehr realistisch, dass das wahrscheinlich nie passieren wird. Von daher sprechen wir einfach nur mal drüber. Zum einen gehen wir erstmal auf den Post von Apex Legends News. Da gehen wir drauf ein. Am Sonntag hat nämlich Respawn einen neuen Spielmodus in Titanfall 2 implementiert, der einfach nur zum Namen drei Fragezeichen hat. Das klingt jetzt erstmal nicht spannend, aber jetzt kommt es nämlich. Garrett fängt mit der ganzen Geschichte an. Sehr bekannter Apex-YouTuber. Titanfall 3 is coming, schreibt er. Die drei Fragezeichen stehen für eine 3. Und 3 gleich Titanfall 3. Könnte man natürlich jetzt philosophieren, was das noch alles bedeuten könnte. Er ist sich sicher, es kann nur ein Hinweis auf Titanfall 3 sein. Dann haben wir einen brasilianischen YouTuber. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man ausspricht. Der hat gestern auch darüber berichtet. Dieser Post ist vor 2 Tagen entstanden und sagt, ihr solltet das morgige Video nicht verpassen. Es wird wahrscheinlich das interessanteste sein, was ihr dieses Jahr überhaupt hört oder seht. Und der schreibt Titanfall X Apex Project. Da scheint es schon länger etwas zu geben, was im Hintergrund läuft, was die meisten von uns nicht wissen. Und er scheint da auch tief in der Materie drin zu stecken. Und schlussendlich iLoot Games ebenfalls. Just playing Titanfall 2 for no reason. Zwinker, zwinker könnte man sagen. Er hat auch begriffen und er postet nämlich unter seinem eigenen Tweet nochmal hier unten die drei Fragezeichen. Also alle sind sich sicher, Titanfall 3 wird kommen, über kurz oder lang. Es wird in der Mache sein. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem ganzen Titanfall-Universum absolut null aus. Ich bin völlig in der Apex-Materie vertieft. Vielleicht kann ich mir irgendwann doch mal die Zeit nehmen und die Titanfall-Spiele, zumindest die Story mal zu zocken, um da auch mal ein bisschen dahinter zu sein. Ich wollte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, für alle aus meiner Apex-Community vor allen Dingen, die schon lange, lange bei Titanfall dabei sind und hoffen, dass ein dritter Teil kommt. Und ich weiß, dass der schon seit Jahren sehnsüchtig erwartet wird und keiner so richtig weiß, kommt überhaupt ein dritter Teil? Ist er in der Mache? Ja, nein, vielleicht. Also ihr wisst Bescheid, jetzt wisst ihr mehr, jetzt gibt es wieder Hoffnung. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Video, haut rein, ciao.